Hallo und herzlich willkommen zu Schools Out, eurem Videopodcast-Format vom Naturkundemuseum Leipzig. Heute natürlich mal wieder ein besonderes Thema: Ökosysteme. Ökosysteme, was sind das? Ökosysteme sind in erster Linie verschiedenste Lebensräume auf diesem Planeten. Das heißt, mit all den verschiedensten Faktoren, mit den Eigenschaften, die Lebensräume ausmachen können. Das ist schon was sehr, sehr Spannendes. Und um das Thema so richtig zu beleuchten, dafür habe ich mir heute wieder einen Experten zu Rate gezogen. Und das ist Benjamin Hösselbart. Der ist ein richtiger Lehrer, beziehungsweise auf dem Weg dahin, ist Lehramtsstudent an der Universität Leipzig. Und der hat sich hier am Naturkundemuseum, er ist Bundesfreiwilligendienstleistender, hat sich hier am Naturkundemuseum mit solch spannenden Themen auseinandergesetzt. Er bearbeitet gerade in der Sammlung und in der Digitalisierung sozusagen Lebewesen, Tiere verschiedenster Ökosysteme. Und insofern hat er sich da ein wirklich profundes Wissen angeeignet, was er jetzt als Lehrer natürlich auch entsprechend weitergeben möchte. Insofern herzlich willkommen, Benjamin. Hallo. Ich bin mal gespannt. Wir schauen uns heute genau etwas genauer an. Die Wüste, den Wald und die Wiese. Und da geht's jetzt hin. Ab in die Wüste. Hallo und willkommen in der Wüste. Wüsten sind vegetationslose bzw. vegetationsarme Gebiete unserer Erde. Sie bedecken ein Fünftel unserer Landmasse unserer Erde. Die größte Wüste ist in Nordafrika. Es ist die Sahara. Mit 9 Millionen Quadratkilometern ist sie ungefähr so groß wie Europa. Doch es gibt nicht nur Sandwüsten, es gibt auch Eis- und Kältewüsten. In Wüsten herrschen große Temperaturschwankungen, von ganz kalt bis ganz warm. So sind zum Beispiel in Trockenwüsten die Temperaturen von 0 Grad zu plus 60 Grad oder in Kältewüsten von minus 30 Grad zu 0 Grad. In so einer Umgebung können nur die wirklich härtesten und bestangepasstesten Tiere und Pflanzen überleben. Denn Pflanzen haben mehrere Strategien. Sie können einjährig sein, das heißt, sie setzen auf Samen, die sehr robust sind und in der Trockenheit und Hitze der Wüste überstehen können. Bei kleinen Regenschauern, die zwar nur selten vorkommen, können sie schnell keimen, sie wachsen schnell und pflanzen sich schnell fort und senden wieder einen Samen aus, der eine nächste Periode überdauern kann. Eine andere Strategie ist, sie setzen auf Mehrjährigkeit, das heißt, sie haben vielleicht ein besonders ausgeprägtes Wurzelsystem, dass er in die Breite geht und in einer kurzen Zeit möglichst viel Wasser aufnehmen kann. Unsere Kakteen im Museum sind besonders angepasst. Sie haben eine verdickte Sprossachse zur Wasserspeicherung. Auch haben sie keine Blätter, sie haben sie reduziert. Das reduziert natürlich auch die Verdunstung. Und die Dornen schützen auch vor Fraßfeinden. Doch wie schaut es bei den Tieren aus? Die meisten Tiere müssen sich sehr schnell über den heißen Wüstensand bewegen. Das könnten Echsen sein, Schlangen oder Insekten. Es gibt auch viele nachtaktive Tiere, die heißeste Zeit des Tages im Wüstensand überdauern. Ein Beispiel an die gute Angepasstheit an die Trockenheit möchte ich euch anhand des Dornteufels näher erläutern. Evolutionär ist der Dornteufel auf die Nahrungsaufnahme angepasst. Er frisst gerne Ameisen. Seine Zunge ist nicht mehr zum Trinken geeignet. Er hat aber eine andere Strategie entwickelt für die Wasseraufnahme. Denn er setzt seinen ganzen Körper als Strohhalm sozusagen ein. Er sammelt mit dem gesamten Körper Wasser. Sein Schuppenkleid hat eine Mikrostruktur. Es ist ein System mikroskopisch kleiner Rillen auf seiner Haut, wo Kapillarkräfte wirken, die das Wasser durch die kleinsten Rillen Richtung Maul bewegen können. Dornteufel sind stachelige Tiere und das nicht ohne Grund. Denn an den Dornen sammelt sich die Luftfeuchtigkeit bzw. der Regen und wird Richtung Maul geleitet. So nutzt er die selten auftretende Feuchtigkeit im australischen Outback sehr gern. Ein weiterer Vorteil vom Dornteufel ist, dass er nur 0,3 Milliliter pro Tag verstoffwechselt. Menschen hingegen brauchen mindestens 2,5 Liter Wasser. In der Wüste bestimmt sogar mehr. In Eiswüsten müssen die Tiere ganz anders angepasst sein. Sie brauchen warme Felle oder viele Federn. So zum Beispiel unser Eisbär, den ihr auch hier oben in der Ausstellung seht, oder die Pinguine. Wir kommen unter der Wiese, unserem zweiten Ökosystem, was ich euch vorstellen möchte. Hier seht ihr auch die Unterschiede gleich. Von Menschenhand dauerbearbeitete Wiese, wie ihr sie vielleicht aus eurem Garten kennt, und etwas Wildwuchs. Nur ist das wirklich Wildwuchs? Eigentlich nicht, denn die Wiesen hier bei uns sind immer von Menschen bearbeitet.
Ansonsten würden sie verbuschen und letztendlich zum Wald werden. Ausnahmefällen sind natürlich die großen Graslandschaften in Nordamerika, wo die Weidetiere die Wiese kurz halten. Diese Wiese hier ist sehr artenreich. Im Sommer natürlich schön bunt, viele Blumen, viele Gräser. Dementsprechend viele andere Organismen leben auch in dieser Wiese. Viele Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Wildvögel können da brüten oder der Hase findet Zuflucht. Bei Gefahr druckt er sich an den Boden und springt aus dem letzten Moment auf. Er kann über kurze Distanzen bis zu 70 km/h schnell werden und springt bis zu 2 Meter hoch. In der heutigen Landwirtschaft werden Wiesen bis zu 6-mal bearbeitet. Da sehen Wiesen natürlich nicht aus wie hier artenreich, denn sie und auch nicht so hoch, denn sie werden immer kurz gehalten. Möchte man Wiesen artenreich und offen für andere Organismen erhalten, muss man weniger mähen, weniger düngen und weniger entwässern. Ein anderer Vertreter, der sich gerne auf Wiesen bewegt, ist der Fuchs. Er findet da seine Nahrung, die Mäuse, die er in den Wald bringt. Und jetzt schauen wir mal in den Wald. Willkommen im dritten Ökosystem, dem Wald. Über Wälder habt ihr schon einiges gelernt in unserem Podcast. Und zwar über den Boden, über die Pilze oder auch den Auenwaldkran. Also habt ihr den Wald von unten nach oben schon beobachtet. Wälder bedecken rund 30% der Fläche der Landoberfläche der Erde. In früheren Zeiten vor der Industrialisierung waren es sogar bis zu 60%. Sie sind ein wichtiger Wasserspeicher. Sie binden CO2 und sind für die Sauerstoffproduktion zuständig. Einige Waldtiere kennt ihr ja bereits, das Reh, das Eichhörnchen. Jetzt möchten wir auf den Fuchs eingehen, den ihr schon im Museum als Präparat gesehen habt. Er hat sehr spitze Ohren, damit kann er aus 100 Metern Entfernung zum Beispiel eine Spitzmaus hören, die er bei der Jagd erbeutet. So, das war das letzte Ökosystem, was wir euch heute vorstellen wollten. Und nun auf ins Museum. So, da bin ich wieder. Na, wie lief's? Was haben wir gelernt? Wo war man heute? Was? Oh, ich sehe schon. Fuchs, Hase, Dornteufel. Na, da schwand mir schon so ein bisschen, worum es ging. Ja, wir waren in der Wüste, im Wald und auf der Wiese. Mhm. Ah, die WWWs sozusagen? Richtig. Okay. Die WWWs von Leipzig. Mhm. Und was haben wir da alles gelernt? Bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Wir haben gelernt, dass Wüsten doch nicht so leblos sind, wie einst gedacht. Mhm. Wir haben gelernt, dass der Wald ein großer Sauerstoffproduzent ist, mhm, und CO2-Speicher. Mhm. Und wir haben gelernt, dass Wiesen ohne den Menschen nicht existieren würden. Ja, das ist ja cool. Das sind ja gerade schon die drei Key Facts, möchte ich meinen. Direkt schon mal so zusammengefasst. Sehr gut. Das klingt nach einem spannenden Tag. Für euch sicherlich auch. Ich denke mal, ihr habt wieder eine Menge gelernt. Bleibt von meiner Seite, wenn ihr so schön durch seid, eigentlich nur noch zu sagen, bleibt weiter neugierig, bleibt uns treu, liked den Kanal. Weitere Informationen gibt es wie immer auf unserem PDF, auf der anderen www, sozusagen auf unserer Website. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.